Also wir von der Firma Hesse wollten für unseren Stadtwald was tun, haben wir mit den Mitarbeitern besprochen. Und eigentlich wollten wir die Bäume alle selber pflanzen, die 1111. Aber leider kam Corona dazwischen und es ist für dieses Jahr erstmal vorbei. Aber wir planen schon eine nächste Aktion, wenn Corona vorbei ist, dass wir dann pflanzen, weil wir es wichtig halten, dafür auch mit der Hand anzupacken. Wie viele Bäume haben Sie gepflanzt? Oder nehmen wir die gespendet? 1111. 1111. Vielen Dank. Bitte. Das ist ja vor Weihnachten eine Nachhaltigkeitsaktion. Da haben wir darüber diskutiert, ob Plastiktüte oder ob eine Papiertüte das Richtige war. Und wir haben unsere Kunden aufgefordert, einmal ihr eigenes Tragegerät mitzubringen und haben dafür jeweils pro Kauf oder pro Trageeinheit 50 Cent gespendet, haben das Ganze aufgerundet und denke, dass das jetzt eine tolle Sache ist, wo die Wälder insgesamt so geschädigt sind. Ja, ich freue mich natürlich, dass wir aktive Unternehmer haben, wie hier das Modehaus Heinze, die sich der Nachhaltigkeit wirklich verschrieben haben und dann anschließend für den Stadtwald entsprechend Bäume zur Verfügung stellen, sodass wir dort Nachpflanzungen vornehmen können. Vielen Dank, Herr Heinze. Ja, Hessen-Forst, bitte. Diese Spenden können wir für den Stadtwald sehr gut gebrauchen, weil er sehr nadelholzdominiert war und ist. Und entsprechend große Pflanzbedarfe jetzt aufweist. Und in Zeiten, wo Pflanzgut sehr teuer und selten geworden ist, können wir diese Spenden im Stadtwald sehr gut gebrauchen.